So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu GRID und wir machen heute weiter mit der GP Championship. Wir sind mitten in der Season 1, beziehungsweise wir sind so kurz vorm Ende sogar der Season 1. Geht aber weiter mit der Saison 2. Gucken wir gerade, wie die Rennen aussehen. Ah, das ist zu viel zum heute. Zum komplett aufnehmen. Nee, okay, alles gut. Ich dachte mir, wir könnten vielleicht, wenn es nicht so allzu viele Rennen sind, machen wir so komplett heute. Aber da müssen wir nochmal ran. Dann definitiv am. Nächste Woche irgendwann. Okay, gehen wir rein in die GP Championship mit zwei Autos. Dann fahren wir mal los. Auf geht's auf dem Silverstone Circuit, also die Kurzstrecke. Ja, und dann schauen wir mal, wie es heute weitergeht. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube, wir werden sehen, wer hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominieren will. Danke, Kristen. Ja, wir machen heute los mit Platz 14, ist der Startplatz. Rennen geht los. Okay, das war keine Absicht. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackierst. Da war ich mich ein bisschen verzettelt. Das habe ich nicht so. Ich bin gerecht, dass ich so früh bremsen. Ah, Scheiße. Dafür kommt er noch rein. An den zwei vorbei. So, jetzt jagen wir hier mal eben die zwei Jungs weg. Geht er jetzt wieder Richtung Ziel. Gerade. Angel! So, hier haben wir 4 Runden mit uns heute. Die erste Runde ist schon mal durch. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Na, warte, durch, bitte durch. Wir sind orientieren gerade. Ich fahre noch mit Originallackierung des Renault in der 26 2006 Fahrzeug. Naja, gucken wir mal. So, die Schikane, da geht es jetzt in Runde 3. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Der Abstand ist sehr, sehr groß. Fliegen vorne, fahren vorne weg. Geht jetzt gleich in die letzte Runde schon. Letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. So. Warte mal, gleich das erste Rennen schon durch. So, das Konfetti kommt schon und wir sehen Sieger im ersten Rennen. So, okay. Teamkollege ist sogar noch auf 8 am Ende gekommen. Das ist okay, das ist, glaube ich, ein Punkt mehr oder 2 mehr.
Wie auch immer. So. Okay. So, bald Level 89. Jetzt wir sind durch. So, die nächste Strecke ist Sepang. 2,6 Kilometer lang, die südliche Strecke. Ja, und da wollen wir natürlich hier den nächsten Sieg holen, um hier eigentlich alles klar zu machen. Es sind, glaube ich, insgesamt nur sind 4 Rennen, glaube ich, wenn ich es richtig bekomme. Kristen, es ist wie immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen... So, sorry, dass ich so jetzt unterbreche. Die Reise wurde mal. Jetzt sind wir noch dieselben vom letzten Rennen. So, Platz 8 ist der Startplatz. Nächste Kurve ist hier rechts. Nee, das ist nichts. Ah, ein bisschen zu optimistisch wieder an die... Okay, man. Ja, du gehst mir... Dankeschön fürs Wegrammen. Da hat er mich gerade schön so weggedrückt, dass ich dann nicht weiter kann. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Die Sonne macht natürlich auch nicht viel besser gerade. Sorry, dass ich mich jetzt gerade ein bisschen vorbeibrennen will. Mein Ziel ist es, das Ding natürlich zu gewinnen. Zweite Runde. Ja, achte mal durch den Kollegen, der meinte, wir können nicht mal ins Gras drücken. So, vorbei. Ich tue mein Bestes gerade, dass ich da vorbeigehen kann, dass ich vorne bleiben kann. Momentan nur. Ich komme, muss wieder ein bisschen das Feld zurück. Vielleicht ist es jetzt Runde 6, also zwei Autos haben wir morgen zwei Wochen können. Runde 3. Gutes Tempo. Du bist in der Mitte des Feldes. So, wenn sie dann meinen, alle Bremsen müssen, gehe ich mal kurz davor. Jetzt in die, gehen wir jetzt in die letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. So, ich bin wieder auf 3. Jawohl, hol ihn dir, komm. Jetzt push doch mal ein bisschen. So, jedenfalls haben wir es geschafft. Wieder mal vorneweg, Gott sei Dank. Mit ein bisschen Glück, muss ich sagen. War auch okay. Aber wir sind vorne auf jeden Fall und... Ja, schade, dass so ein Teamkollege nicht geschafft hat, doch weiter nach vorne zu kommen. Den einen Platz noch, aber der dritte ist auch in Ordnung. So, nächste Rennen. Wenn er da mal will. Ja.
So, dann machen wir jetzt Silverstone und Malaysia abgearbeitet, nächste Rennen. Und das letzte Rennen für heute ist Indianapolis nochmal. Auch ebenfalls wieder ein 4-Runden-Rennen. Da wollen wir natürlich auch wieder triumphieren. Nein, das ist eigentlich immer so das Ziel in jedem Rennen. Schauen wir einfach mal. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Okay. Herzhaft, Formel 1-Wagen mit Scheinwerfer. So, ich dachte, 8, die Runde dauert 7 und let's go. Die Runde läuft. Ja, ich musste da noch in die Lücke rein, falls der Beine wieder mich einbringen. So, gehen wir mal weiter in Führung. Ja, wenn sie alle da die rausziehen, nehmen wir mal die eben hier. Erste Runde schon mal durch. Geht jetzt in Runde 2. Guter Start. Bleib an der Spitze. So, dann haben wir das. Der ist der Teil heute auch erledigt. Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. So, gehen wir mal ein bisschen Gummi. So, geht jetzt in die letzte Runde gleich. Für heute vor allen Dingen auch. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Das hört sich, haben wir noch mittlerweile einen. In Richtung Runde wird es wahrscheinlich nicht schwer, oder so. Jetzt halt eine Minute füllen, ne? Das hat natürlich übelst viel Zeit gekostet. Thank you.
Jawohl, dann haben wir's. So. Dann haben wir das auch durch. So, ich muss noch was gerade klären. So, auf. So, dann haben wir das auch. Klar, dass wir Erster sind, das ist vollkommen okay. Gut, wenn wir alle Rennen gewinnen, ne? Gut, dann sind wir durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der Duan Challenge.